Ja, uns ist die aktuelle Situation natürlich sehr bewusst. Ich glaube, wir befinden uns derzeit in der schwierigsten Phase in dieser Saison. Am liebsten ist es uns natürlich allen, wenn alles gut läuft, wenn man alles unter Kontrolle hat. Aber so ist natürlich das Leben nicht und so ist der Sport nicht und so ist manchmal auch der Fußball nicht. Und so sind natürlich wir in einer Phase, wo man viel aushalten muss. Wir müssen aber die Situation annehmen und was wir machen können, ist es, die Zukunft zu beeinflussen und zu verändern. Und ja, es gibt so einen Spruch, der heißt, am Ende kackt die Ente. Und ich glaube, es geht einfach darum, für die nächsten 4 Spiele, dass wir es schaffen, international zu sein und dass wir vollen Fokus darauf legen, dass wir international spielen können, dass wir mit voller positiver Energie, mit positiven Vibes, mit hundertprozentigem Zusammenstehen, zusammenwirken, es schaffen, uns gegenseitig so zu supporten, dass wir einfach dieses Ziel erreichen. Und ich denke, das ist die Devise für die nächsten 4 Spiele. Wir werden die beiden nicht zurückkehren und deswegen bleibt unsere Personalsituation so, wie sie auch im letzten Spiel war, positiv zu vermelden. Was aber keinen Effekt jetzt auf die aktuelle Saison hat, ist einfach, dass Marco Ragusch jetzt auch schon teilweise im Mannschaftstraining dabei ist, Teile des Mannschaftstrainings mitmacht und auch bei Abschlussübungen dabei ist. Und ja, das ist ein positiver Aspekt. Ja, einfach dieselbe Leistung wie im letzten Heimspiel gegen Sturm zu bringen und sich bei den Torchancen zu belohnen. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg und haben gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, dass das abgerechnet wird am Ende und dass wir jetzt einfach den vollen Fokus jetzt auf diese 4 Spiele legen und dass wir, wenn wir sagen können, wir haben es einfach geschafft, einfach international zu spielen, dann denke ich, dann haben wir eine Saison gespielt, die in Ordnung ist. Wir waren nach der 10. Runde Nummer 1 in Österreich, wir hätten es nach der 12. sein können. Wir haben super Spiele abgeliefert in der Euroleague, Sporting Lissabon, Antwerpen, Tottenham. Und wenn sie jetzt schaffen sollten, am Ende der Saison international zu sein, denke ich, dann wäre das für mich in Ordnung. Das ist auch unser absolutes Ziel, welches wir einfach jetzt erreichen wollen und wo wir den absoluten Fokus darauf legen wollen und dass wir uns jetzt auch nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen können, auch nicht mit unserer Serie, die wir jetzt in der Meistergruppe haben. Die ist natürlich sehr unbefriedigend und nur mal wirklich nach vorschauen und mit diesen 4 Spielen. Und das wollte ich damit sagen. Aber ich denke, das ist jetzt das, worauf wir den hundertprozentigen Fokus legen müssen. Und man neigt ja dazu, dann auch in der Vergangenheit zu sein und zu sagen, okay, wir haben das Spiel nicht gewonnen, das Spiel nicht gewonnen und das Spiel nicht gewonnen, sondern wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen. Das ist für mich das, was jetzt absolut entscheidend ist und worauf wir unsere Arbeit legen müssen. In erster Linie sind wir dafür verantwortlich, dass wir jetzt ja, einmal 3 freie Tage hatten und dass die Spieler jetzt auch einmal die Möglichkeit hatten, runterzukommen und Abstand zu gewinnen. Dann hatten wir den ersten Trainingstag, wo wir relativ kurz auch das Cup-Finale noch aufgearbeitet haben und jetzt dann eigentlich so die letzten 2 Tage wieder versucht haben, viel, viel Freude und Spaß ins Training einfach hineinzubringen und viel Motivation ins Training hineinzubringen. Und gestern sind die Spieler auch wieder mit einem Lächeln im Training erschienen und haben ja, im Trainingsspiel guten Fußball gespielt, begeistert wieder gespielt und wieder viel Freude und Spaß einfach gewonnen nach der letzten Ergebnissen. Und das ist das Entscheidende. Und auch heute im Training war das wieder einfach zu spüren. Und von daher liegt es in erster Linie an uns, ja, diese positive Energie zu entwickeln, sehr viel Vertrauen zu haben, auch in die eigenen Stärken, sich zurückerinnern, was wir geleistet haben, was wir können, was wir zu leisten imstande fähig sind, als Mannschaft, als Team. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass wir einfach dieses Vertrauen einfach in uns haben und dann auch am Platz bringen. Ich habe es relativ schnell aus dem Kopf gestrichen, weil die Niederlage einfach auch verdient war. Und sie war bitter, aber wenn du jetzt im Elfmeterschießen verlierst, dann ist es natürlich noch einmal bitter. Aber wir haben das schnell akzeptiert, dass wir an diesem Tag einfach nicht mit Salzburg mithalten konnten. Die 3 Tage waren natürlich sehr wichtig für uns. Du konntest extrem gut abschalten. Ich habe mit Fußball nicht viel am Hut gehabt.
die 3 Tage und bin dann eigentlich auch schon wieder am Mittwoch mit einer Freude ins Training gegangen, weil ich weiß, was wir können und dass wir trotzdem auch Spaß an dem haben, was wir tun haben. Das ist Fußballspielen und bin überzeugt oder ich bin guter Dinge, wenn wir mit der Spaß, mit der Freude, mit der Ernsthaftigkeit, die wir gezeigt haben im Training, dass wir da oder die wir auch gezeigt haben in den Heimspielen in der Meistergruppe, die waren ja nicht schlecht oder durchwegs positiv, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch am Sonntag eine gute Leistung zeigen können und nur das können wir beeinflussen, das Ergebnis. Da spielen auch andere Faktoren mit, aber wir können unsere Leistung beeinflussen und die wollen wir am Platz bringen. Peter, du hast, ich glaube, es war nach dem Rapid-Spiel bei Sky mutig angekündigt, selbstbewusst auch und kämpferisch. Wir werden noch einige Siege einfahren in der Meistergruppe. Die sind ja bisher ausgeblieben, so die, bis auf die Ausnahme jetzt mit dem WRC. Auch die Chancenverwertung hat nicht gestimmt. Was fehlt noch? Ja, das letzte Selbstverständnis ist ja ganz klar, wenn du die letzten 7 Spiele 1 Sieg holst, dann rennt nicht alles rund, aber ich habe schon erwähnt, wir haben gute Leistungen gezeigt, daheim gegen Sturm Graz, wir hätten uns zweite Halbzeit gegen Rapid mehr belohnen können als mit einem Punkt. Das letzte Selbstverständnis, dass einmal so ein Ball vielleicht gegen Sturm vielleicht reinfliegt, wie der vom Jojo, der an die Latte fliegt oder keine Ahnung, wenn du nach 10 Minuten der Lupfer von Mussi oder die Chance von Gernot, Gernot ist einer der kopfballstärksten Spieler der Liga in Österreich und Köpfel von 2 Meter, 1 Meter am Tor vorbei, das passiert nicht, auch nicht alle Tage. Dieses Glück müssen wir uns gerade extrem hart erarbeiten, aber dafür stehen wir täglich am Trainingsplatz und werden das versuchen, dass das am Sonntag zurückkommt, ganz einfach. Dann haben Sie uns angesprochen, Marco Rabic ist wieder im Mannschaftstraining. Ich habe gerade die Chancenverwertung angesprochen, die doch nicht so gestimmt hat in den letzten Wochen. Wie realistisch ist ein Comeback für ihn? Ich meine, Sonntag sicher wahrscheinlich noch nicht, aber es sind ja nur noch 2 Wochen. Also in dieser Saison ist das Comeback also nicht realistisch. Und zum Gegner Wattens, die werden ja frisch, fröhlich, frei hierher kommen, auch mit dem Selbstbewusstsein, auch wenn jetzt, ich glaube in den letzten 5 Spielen haben sie auch nur einen Sieg errungen. Wie erwarten Sie den Gegner am Sonntag? Ein sehr gefährlicher Gegner. Ein sehr gefährlicher Gegner, aber sie haben uns natürlich auch, wenn man alle 3 Spiele jetzt anschaut, sie haben uns immer was angeboten. Und in den letzten Spielen haben wir dieses Angebot nicht angenommen. Und in dem Spiel müssen wir es eiskalt annehmen. Wir müssen eiskalt unsere Chancen verwerten. Das nützt nichts, weil sonst werden sie es eiskalt machen. Und das ist das, worauf man sich einstellen muss. Also das ist natürlich ein Gegner, der im Konter sehr wehtun kann. Und deswegen musst du einfach im Bereich einfach der Konterverhinderung sehr, sehr gut sein. Du musst sehr gut in der Restverteidigung sein, weil das absolut ihre Stärken sind. Und dann müssen wir wieder unsere eigenen Stärken ins Spiel bringen. Und wir müssen mehr Spielkontrolle haben. Wir müssen sehr, sehr aggressiv wieder gegen den Ball spielen. Sie geben uns auch Ballgewinne, die müssen wir dann besser verwerten und wegspielen. Also es ist ein Gegner, der uns sicher auch was anbieten wird, aber dann muss man dieses Angebot auch nutzen, weil wenn wir es nicht machen, nutzen sie es. Ja, indem wir uns einfach in das kommende Spiel hineinarbeiten und ich denke, dass auch jeder gewonnene Zweikampf, jede gelungene Aktion, jeder gute Pass, jedes gute Gegenpressing, jedes gute Pressing. Wir müssen uns einfach da hineinarbeiten und Situationen erarbeiten und erkämpfen und über diese Erfolgserlebnisse Selbstvertrauen holen. Und dann werden wir ein gutes Spiel machen mit hundertprozentiger Sicherheit und volles Vertrauen in unsere Spieler. Und oft braucht es nur ganz wenig, um dann wieder in diesen Flow hineinzukommen, um dann wieder ein Tor nach dem anderen zu machen, wie Jojo Eggestein im Herbst. Also da fehlt oft nicht viel. Man weiß ja, wie es im Sport läuft und wie einfach da Erfolgserlebnisse dich wieder ja, in eine andere Richtung bringen können oder eine Trendwende herbeiführen können. Ja, es geht jetzt wirklich um viel, auch dieses Wochenende. Und ich glaube aber, dass der Mannschaft das auch bewusst ist und dass es ja, sicher ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist und dass dieses Spiel eigentlich schon sehr wichtig ist zu gewinnen, weil es dann natürlich immer schwieriger wird und immer enger wird. Aber ich glaube, der Mannschaft ist es hundertprozentig bewusst und sie kann auch mit diesem Druck umgehen. Und ich denke, genau die Situation, in der sind wir jetzt einfach und die müssen wir einfach annehmen. Und mit der Situation müssen wir einfach umgehen. Und das ist Profifußball, das ist das Profigeschäft und da gibt es auch keine Ausreden. Oh.
auch von der Qualität des Gegners. Sie machen dieses Jahr richtig, richtig gut. Gegen uns in den Spielen haben sie dann natürlich auch viel hergegeben. Wir haben jedes Mal in den Anfangsphasen unsere Chancen nicht genutzt und dann sind wir immer unruhiger geworden und die WSG hat das dann immer gut ausgespielt. Also liegt teils an uns und auch teils an der WSG, weil sie dieses Jahr eine richtig gute Saison spielen und dem muss man schon Respekt zollen.